Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema die Macht der Seele und ja, letztendlich mit dem Hintergrund, wir sind viel größer als uns erzählt wurde. Wir haben viel mehr Potenzial, wir haben viel mehr Kraft, aber in der Regel leben die meisten Menschen das eben nicht aus. Und das ist ein Thema, was für mich extrem wichtig ist, eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Dennoch ist es für viele Menschen nicht so richtig greifbar. Und in diesem Video will ich mal versuchen, das für dich greifbar zu machen, weil für mich ist es was, was ich in meinem täglichen Leben anwende, was ich auch benutze, um Entscheidungen zu treffen und was ich halt eben auch plane, in meinen Workshops sozusagen eigentlich mit als Kernthema aufzunehmen. Ich hatte ja in meinem letzten Video das ein bisschen angekündigt, dass ich, also das wird noch ein bisschen dauern, aber am liebsten Workshops machen möchte, zusätzlich zu dem, was ich hier auf meinem Kanal mache, um halt einfach in die Praxis zu gehen. Und ich kann ja dreimal was erzählen. Es ist was anderes, wenn man mehrere Tage auch Übungen macht, also wenn man immer Theorie und Praxis im Wechsel macht, um da reinzukommen. Und dieses Thema, also ja, die Seele, wie auch immer man es bezeichnen möchte, finde ich es was also die größte Veränderung in meinem Leben gebracht hat. Seitdem ich mich damit auseinandersetze, bin ich wieder in meiner Kraft drin. Und ich bin lange Jahre eben nicht in meiner Kraft gewesen und das habe ich dann erst jetzt gemerkt. Und was ist passiert? Ich habe eigentlich mich den weltlichen Versuchungen hinreißen lassen, also habe halt versucht, in der Außenwelt mein Glück zu finden. Und natürlich, jeder kennt es, so Erfolg ist halt auch immer kurzzeitig ein Booster, aber dann will man eben da anknüpfen, man will mehr und mehr. Und ich habe dann aber verstanden, auch durch einige einschneidende Erlebnisse, hey Kai, du kannst nicht immer nur draußen sein, sondern schau nach innen. Zumindest schaff das Gleichgewicht zwischen der Außenwelt und der Innenwelt, dass du nicht nur dich an Außenweltdinge klammerst und dich darüber definierst, sondern mach das genauso nach innen. Ich meine, jeder wird es für sich anders definieren. Für mich ist das der perfekte Weg, also beides sozusagen zu machen. Manche werden sagen, nein, ich will noch mehr nach innen schauen. Andere werden eher sich im Außen definieren und sagen, Meditation kann ich nicht. Für mich ist das der Weg und das ist auch der Weg, seitdem ich das mache, habe ich eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Stabilität in meinem Leben. Und das ist auch eben das, was ich gerne teilen möchte. Ja, genau. Und das ist erstmal dieser Einstieg. Viele haben in meinem letzten Video gesagt, Kai, wo ist der Ring? Hier ist der Ring. Und viele haben halt auch gesagt, Kai, es ist nicht mehr deine Freundin, sondern deine Frau. Ihr habt natürlich recht. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Und ich habe dir hier noch was mitgebracht. Das ist diese Blumenanstecknadel. Die hatte ich an meinem Revers. Einige haben mir gesehen, dass ich so einen bordeauxroten Anzug hatte. Das war auf jeden Fall toll. So, und das wollte ich auch noch mal kurz mit aufnehmen. Hier ist der Ring. Den habe ich natürlich nicht immer auf. Aber ja, um da auch noch mal ein Update zu geben. Und jetzt gehen wir noch mal mehr in dieses Video rein. Sicherlich kennen die meisten auf meinem Kanal Rüdiger Dahlke. So, und was sagt der Mann? Er sagt, dass alle seelischen Konflikte, alle seelischen Themen, die auf dieser Ebene nicht bearbeitet werden, eine Ebene tiefer rutschen, und zwar auf das Körperliche, um dort halt eben sich zu manifestieren. Das bedeutet, sie werden dort nicht bearbeitet, dann rutschen sie, also aus Sicht der Energie, rein in den Körper und machen dort körperliche Symptome. Und je nachdem, an welcher Stelle ein Symptom auftritt und was es für ein Symptom ist, ist es, also er nennt es halt Krankheit als Symbol, er und halt auch andere. Man kann praktisch den Körper lesen wie eine Landkarte, um aber von dem körperlichen Symptom auch eine Ableitung auf den seelischen Aspekt zu bekommen. Da gibt es ganz viele Bücher zu und allein das ist mal ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel dafür, wo man halt eben mit diesem Thema arbeiten kann. Also wenn Menschen chronische Beschwerden haben, dass man dann mal guckt, wo genau sind die, was ist die, ich sag mal, Bewusstseinskorrelation zu diesem körperlichen Thema und überhaupt auch dieses Verständnis, dass sich jedes Thema, was du in deinem Leben hast, entweder körperlich zeigt oder halt eben in deiner Außenwelt, weil wenn man dieses Verständnis hat, dass man in einem Quantenfeld lebt oder von, also dass man selbst Energie ist, dass man immer, dass alles, was einen umgibt, Schwingung ist und man selber auch Schwingungen erzeugt, dann weiß man eben auch, okay, ich sollte aufpassen, was ich für Schwingung erzeuge, weil nämlich alles damit in Resonanz geht. Also wenn ich die ganze Zeit niederfrequente Schwingung erzeuge, also ich sag mal, unangenehme Emotionen mich immer wieder runterziehen lasse, auch auf diesem weltlichen Niveau halten lasse, Angst, vielleicht Trauer, vielleicht Wut,
Trauer ist nicht so schlimm, wenn man sie verarbeitet. Aber dieses Thema Angst ist eine ganz niederfrequent schwingende Energie, die immer wieder getriggert wird im Marketing, in den Nachrichten. Wenn ich mich da halten lasse, dann erzeuge ich halt eben diese niederfrequente Schwingung Angst und ziehe aber, das ist also, ja, also ein ganz einfaches Konzept, oder synchronisiere genau das alles in der Außenwelt oder im Quantenfeld, wie auch immer man das bezeichnen möchte, was auf dieser Frequenz schwingt. Und ich werde immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert, bis ich halt eben da rauswachse. Deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, ich bin nicht isoliert. Also ich bin nicht isoliert hier, sondern ich habe erstmal eine Verbindung zu meiner Umgebung mit dem Quantenfeld, wie ja Joe Dispenza in seinen Büchern beschreibt. Und darüber hinaus habe ich auch, und da sagen auch viele, eine Verantwortung dafür, was bringe ich eigentlich in das Quantenfeld ein. Also dadurch, dass ich halt eben nicht isoliert bin und alles ist sowieso egal, sondern ich habe eine Verbindung zum Quantenfeld und daraufhin bekomme ich immer das zurück, was ich auch aussende und meistens noch in gesteigerter Form, wenn dann noch die gewisse Energie mit drauf ist, ist halt auch klar, ich bringe da was ein. Und je mehr mir das halt bewusst wird, desto mehr weiß ich, hey, das, was ich mache, das hat einen Effekt. Und das bedeutet aber auch, dass mein Leben, also wirklich, dass ich was tun kann, weil viele Menschen fragen ja auch immer, ja, was kann man denn tun, gerade beim aktuellen Weltgeschehen? Man kann sehr viel tun. Und ich hatte ja schon mal in meinem letzten Video von Sironias TV, das ist ein tolles Zitat, und er wurde genau das gefragt, und er sagt, du hast eins nicht vergessen, Licht ist immer stärker als Dunkelheit, Liebe ist immer stärker als Angst und Wahrheit ist immer stärker als Illusion. Es ist letztlich immer nur eine Frage der Zeit. Und genau das ist es, die meisten Menschen unterschätzen einfach, was sie selbst einbringen können. Dann gibt es manche, die kritisieren an Joe Dispenza, ja, er suggeriert, dass man jetzt nichts Übernatürliches mehr bräuchte, also man bräuchte keine Vorstellung von Gott oder von einem intelligenten Universum, das finde ich nicht. Aus meinem Verständnis, bevor wir gleich in den Artikel reingehen, ist es so, oder das ist auch meine Erfahrung, ich habe mein Alltagsbewusstsein und wenn ich zum Beispiel meditiere oder andere Techniken mache, dann komme ich tiefer in mein eigenes Bewusstsein rein. Ich merke, dass mein Bewusstsein noch viel tiefer geht, als ich es normalerweise im Alltag nutze. Und dann sind mir halt eben Erinnerungen zugänglich, die mir so nicht zugänglich sind, oder ich sehe Muster von mir, die ich so eben vielleicht nicht sehe. Aber diese Verbindung geht noch tiefer und ab einem gewissen Punkt habe ich eine Verbindung, wo ich letztendlich mit meiner Außenwelt verbunden bin, an ein Feld, was wiederum ein noch viel größeres Bewusstsein ist. Das ist meine Erfahrung. Manche Menschen sagen dann, ja, das ist das Quantenfeld. Andere sagen, das ist Gott. Mir ist es, ich will jetzt nicht sagen, egal. Ich möchte einfach praktisch damit arbeiten. Ich will dir nur eins sagen, dass es eben wichtig ist, oder dass aus meiner Sicht eben sehr nutzbringend ist, diese Verbindung zu stärken. Und die stärkt man aber nur, indem man halt eben auch nach innen schaut, weil diese Verbindung ist in einem drin, beziehungsweise entsteht nur dann, wenn man halt nicht nur versucht, in der Außenwelt es allen recht zu machen oder irgendwie ständig mehr Geld zu verdienen. So, das mal dazu. Und ich werde auch in den nächsten Videos mehr darauf eingehen, dass diese Verbindung, also oder was es bedeutet, wie man da hinkommt, weil die größte Instanz, die uns da im Weg steht, ist unser Ego. Und das ist halt eben ganz, ganz spannend, aber für viele auch unverständlich, weil das Ego sich immer sehr, sehr gut versteckt. So, jetzt gehe ich aber mal mit dir in diesen Rubicon-Artikel rein. Der heißt auch die Macht der Seele. Und sie schreiben, es besteht Grund, zuversichtlich zu sein, wenn wir erneut Kontakt zu dem aufnehmen, was uns Leben gibt. Das ist ein Artikel von Kerstin Chavon. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und ich gehe jetzt mit dir da durch. Ich werde ihn dir auch verlinken. Er ist super und ich hoffe, du kannst zwischen den Zeilen genau das aufnehmen und mitnehmen, was ich halt gerade schon einleitend gesagt habe. Gib mir bitte auch gern Feedback dazu, also wo du stehst, wo du Fragen hast, und dass ich mich dann eben besser darauf einstellen kann, vielleicht bessere Beispiele heraussuchen kann oder noch bessere auch Übungen raussuchen kann, wie man das halt eben praktisch anwendet, weil für mich ist es, seitdem ich das mache, also ein ganz anderes Leben. Also so, ich habe halt wirklich gemerkt, ich war sowas von total verkopft und in der Außenwelt, habe da aber versucht oder wollte halt eben immer Dinge in der Außenwelt haben. Das hat natürlich nur teilweise funktioniert. Ich habe versucht, in der Außenwelt Dinge zu manifestieren und habe ganz vergessen, erstmal in mir selber aufzuräumen. Und erst seitdem ich das mache, hat sich mein Leben also komplett zum Positiven verändert. Das, ja, also
ich wirklich sage, wow, das hätte ich nie gedacht und es hat wirklich lange gedauert, bis ich dahin gekommen bin, obwohl es ganz einfache Einsichten sind. Und ja, wie gesagt, gib mir Feedback. Ich bereite ohnehin da einiges vor in der Richtung, aber freue mich natürlich, wenn ich da ja noch mehr weiß, was du dir wünschst, wo du stehst und womit ich dich vielleicht besser unterstützen kann. So, und jetzt zum Artikel. Es ist aus der Mode gekommen, sich mit der Seele zu beschäftigen, dem geheimnisvollen Hauch in uns, der uns belebt und mit einer unsichtbaren Welt verbindet. Sie wird heute gemeinhin mit der Psyche gleichgesetzt und verlor mit der Bindung an die Vergänglichkeit des Körpers ihre Unsterblichkeit. Viele stehen dem Unfassbaren, Unkalkulierbaren misstrauisch gegenüber. Die Religion, das, was den Menschen mit dem Göttlichen verbindet, hat in unserem Leben kaum noch Bedeutung. Doch gerade die Rückbesinnung auf das Geistige gibt uns heute einen Schlüssel in die Hand, erneut Vertrauen zu fassen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Wer von uns hat Antwort auf diese Fragen? Wer kennt sein wahres Ich, sein einzigartiges Talent und die Sehnsucht seiner Seele? Wer lässt diese Fragen überhaupt zu? Überholte Romantik, weltferne Esoterik, muffige Religion. In unserer Zeit geht es um Handfestes, um Dinge, die man sehen, anpacken, entsprechend kontrollieren und nutzen kann. Es geht um Ressourcen, Systemrelevanz und Kaufkraft, um den messbaren Wert der Dinge, nicht um Geistiges, Spirituelles, Religiöses. Die Seele, das immaterielle Prinzip des Lebendigen, hat in unserer materialistischen, aufgeklärten Welt nicht mehr viel zu suchen. Die Vorstellung, wir seien Individuen, unteilbare, über die Grenzen des Körperlichen hinaus existierende Wesen, hat sich seit langem verloren. Seit René Descartes das abendländische Denken prägte, löste sich die auf die Antike zurückgehende Vorstellung der Seele als Lebensprinzip alles Lebendigen auf. Auch die Religionen verloren Einfluss. In unserem heutigen Leben spielt sie kaum noch eine Rolle. Im Laufe der Zeit hat sich der Glaube verloren. Der Glaube an Gott, der Glaube an das Gute im Menschen, der Glaube an das Wahre, Schöne, Große. Das heutige Menschenbild zeichnet uns als raffgierige, verdorbene Egoisten, die gerade endgültig ihr Recht verwirken, auf diesem Planeten leben zu dürfen. So zumindest sehen viele von uns die anderen, sich selbst freilich nicht. Entsprechend haben wir unseren Bezug zum Religiösen verloren. Die Fäden zwischen Irdischem und Himmlischem sind gekappt und die Religio, lateinisch das Verbindende zwischen Körper und Geist, hat sich aufgelöst. Die Zeiten, in denen nicht nur Menschen, sondern alles, was die Natur hervorbrachte, eine Seele hatte, sind lange vorbei. Bevor unsere Wissenschaft sie zu Objekten degradierte, die man beliebig ausbeuten kann, galten Elemente, Planeten, Pflanzen, Tiere und Landschaften als lebendige Entitäten. Erst durch die Verdinglichung der Natur wurde die Zerstörung möglich, deren Konsequenzen wir heute so deutlich zu spüren bekommen. Sie führen uns vor Augen, wie weit wir von der einstigen Beziehung zwischen Mensch und Natur, Mensch und Gott, Mensch und Mensch entfernt sind. Wir haben den Kontakt verloren zu dem, was dem existierenden Leben einhaucht und es beseelt. Anstatt die geistige Herkunft des Lebendigen zu ergründen, beschäftigen wir uns heute damit, die materiellen Erscheinungsformen unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir sind die Herrscher der Welt und wollen es besser machen als die Natur. Wir nähern uns nicht mehr voller Ehrfurcht und Respekt dem Wunder des Lebens an, sondern zerlegen es in seine Einzelteile. So haben wir den Überblick verloren und es verlernt, in Zusammenhängen zu denken. Es geht nicht mehr darum, Wesentliches zu erforschen, sondern an Symptomen herumzudoktern und dabei möglichst gute Geschäfte zu machen. Besonders deutlich wird dies in unserem Umgang mit Krankheit. Entsprechend kurzsichtig sind unsere Problemlösungen in allen Lebensbereichen. So stehen wir heute vor dem Dilemma, dass das, was wir an uns gerissen haben, nicht mehr für alle reicht. Dass dabei Menschen zugrunde gehen, nehmen die Überlebenden nicht nur in Kauf, es ist ausdrücklich erwünscht, dass Platz für die frei wird, die glauben, ihr Leben hätte einen höheren Wert. So haben wir es geschafft, das einstige Paradies in eine Hölle zu verwandeln. Dies wurde auch dadurch ermöglicht, dass die ewige Seele durch die körpergebundene Psyche ersetzt wurde. Wir lassen uns von unseren Gefühlen einfangen und identifizieren uns mit Angst und Schrecken, mit Groll, Kummer und Sorgen, als seien wir selbst nicht mehr als unsere vorbeiziehenden Stimmungen, die wir trotz allen Bemühens nur so schwer unter unsere Kontrolle bringen.
Hier versagen unsere Bestrebungen, alles in den Griff zu bekommen. Wie ein Schiff ohne Kapitän schwanken wir hin und her, von einem Extrem ins nächste. Wir jagen Gelüsten hinterher und werden zu Sklaven unserer Launen. Außer Rand und Band sind Wollen, Fühlen und Denken. Wir sorgen uns um Zukünftiges, halten an alten Schmerzen fest und können sie nicht sein lassen. Keinerlei Sinn erkennen wir in dem Erlebten, was uns vor die Füße fällt. Wie wilde Pferde galoppieren unsere Ängste und Verletzungen mit uns davon. Was hat man uns angetan? Voller Wehleid geben wir uns unseren Geschichten hin, die unverarbeitet von einer Generation zur nächsten reisen. So gut wie möglich versuchen wir uns abzulenken und finden dabei keine Lösung, wie wir dem irren Rennen Einhalt gebieten können. Wohin gehst du? Würde hier die Seele fragen. Was machst du mit dem Leben, das dir geschenkt wurde? Ist es das, was du wirklich willst? Einen Wimpernschlag auf diesem Planeten verbringen und nach dir die Sinnflut kommen lassen? Arbeiten, Sorgen machen, konsumieren, amüsieren, ist das dein Leben? Und wenn es in Wirklichkeit ganz anders wäre? Wenn man uns nur erzählt hat, wir seien unbedeutende Rädchen im Getriebe und der Himmel sei leer. Wenn es gar nicht stimmt, dass wir klein und nichtig sind. Wenn wir gar nicht groß tun müssten, um wenigstens einen kurzen Augenblick lang das Gefühl zu haben, jemand zu sein. Wenn wir tatsächlich groß sind, lichtvoll und unendlich schöpferisch. Wenn man uns seit Jahrtausenden immer wieder dieselben Geschichten von unserer Schlechtigkeit und Verdorbenheit erzählt, um uns fügsamer zu machen und besser ausbeuten zu können. Ihr seid Lichtwesen, lautet der Titel eines Buches des Philosophen Armin Risi. Als solche sind wir in der Erfahrung der Begrenztheit des materiellen Körpers angelangt. Wir sind so tief in die Materie eingedrungen, dass es hier nicht weiter geht. Gleichzeitig eröffnet sich uns in diesem Erleben der nächste Schritt. Dort, wo die Materie endet, offenbart sich uns eine neue Dimension. Ob Teilchen oder Schwingung, es hängt von der Intention des Betrachtenden ab, was er wahrnimmt. Das Herz der Materie, so wird es in der Quantenphysik beobachtet, ist Vibration, Energie, Geist. Die Wissenschaft ist den Schritt ins Ungewisse gegangen, in eine Welt, in der es keine kalkulierbaren Gewissheiten mehr gibt, nur Potenzial. Es ist nun an uns, ebenfalls diesen Schritt zu tun und dabei unsere Seele wiederzufinden. Sie wartet auf uns. Sie hat uns nicht verlassen. Jederzeit können wir Kontakt zu ihr aufnehmen und mit ihrer Führung weitergehen. Sie sagt uns, was gut und richtig für uns ist und was jetzt zu tun ist. Ihr können wir vertrauen. Mit ihr zusammen lernen wir, unser Bewusstsein weiterzuentwickeln. Ein Bewusstsein, das die Trennung überwindet und den Boden für eine neue Art des Zusammenlebens bildet. Hiermit geht die Zeit der Verdummung vorbei. Wir lassen uns nicht mehr erzählen, wer wir zu sein haben, sondern spüren tief in unserem Inneren, wer wir in Wirklichkeit sind. Wir erkennen, dass wir einzigartig und eins zugleich sind und geben unser Talent dafür hin, gemeinsam mit anderen eine Welt aufzubauen, in der Respekt, Liebe und Vielfalt herrschen. Es besteht Hoffnung, flüstert mir meine Seele zu. Von einer tiefen Zuversicht erfasst, lasse ich mich von ihr an die Hand nehmen. Voller Vertrauen, dass ich mit ihr gemeinsam die nächsten Stürme überstehe, wie sehr sie auch an mir rütteln mögen. Und genau darum geht es. Dass man halt eben versteht, dass man diese Verbindung hat und dass man, wenn man in diese Verbindung reingeht, wenn man diese Verbindung aufbaut und stärkt, dann halt eben spürt, ich habe alles, was ich brauche für diese Reise, die mein Leben ist. Und natürlich geht es darum, auch Erfahrungen in der Außenwelt zu machen. Aber es geht nicht nur darum, alles in der Außenwelt zu suchen, sondern dass man versteht, hey, vergiss niemals die Verbindung zu dir selbst, zu deiner Seele, weil nur dann kannst du verstehen, was eigentlich das Wichtige auf deinem Weg ist. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Mission? Was ist das, was dir aus dir heraus Kraft gibt? Weil nur wenn du das lebst, dann kannst du in deine volle Kraft reingehen. Und wenn du in deiner vollen Kraft drin bist, dann lebst du eigentlich, also dann lebst du erst richtig. Und wenn du das spürst, da kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie du vielleicht mal gelebt hast, als es nur um mentale Dinge ging, die aus dem Kopf, aus dem Ego entstanden sind, wo man halt dachte, ja, ich will halt einen Job, wo ich viel Geld verdiene oder was auch immer. Wenn man diese Verbindung spürt und gleichzeitig diese Liebe einfach auch, dann merkt man, wow, das ist mein Ding
Und da kann man auch nichts wegnehmen. Da kann man auch nichts hinzufügen. Das ist deine innere Essenz. Und es ist, wie ich finde, relativ leicht dahin zu kommen. Es ist nur so, dass viele Menschen das komplett verlernt haben. Und auch ich habe lange gebraucht, das zu verstehen, wie man da halt eben hinkommt, wie man das findet. Aber wenn man das findet, ist einfach das Leben extrem lebenswert und man braucht dazu nicht viel. Also das ist ja das Schöne, man kann es mit Geld nicht kaufen, sondern es ist da, es ist schon in dir und ja, das kannst du jederzeit erwecken, indem du dir halt einfach Zeit nimmst, indem du halt versuchst, den Zugang für dich zu finden, wie auch immer der geartet ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Methoden, Techniken und ja, das ist halt eben das, was mir also mein Leben komplett verändert hat, also nicht nur körperlich, sondern auf vielen Ebenen und das ist auch das, was ich anderen Menschen weitergeben und teilen möchte. Und ja, für dieses Video verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich freue mich auf deinen Kommentar, bin ehrlich gesagt auch gespannt darauf zu hören, wo du stehst. Ich habe es ja schon gesagt, was du vielleicht brauchen könntest, um auch da reinzugehen, ob du vielleicht da schon drin bist, ob du das schon lebst und wie deine Geschichte ist und ja, was du dir da halt eben vorstellen kannst, was man halt eben damit machen kann. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns gleich in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.